Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und genau, liebe Leute, wir waren hier beim letzten Mal im Krankenhaus angekommen. Und genau, haben uns ein bisschen hier umgeguckt, haben Michael Kaufmann getroffen. Und ja, wir wollten uns nochmal hier so ein bisschen im Krankenhaus umschauen, weil es ist doch sehr komisch, dass hier alles verschlossen ist. Okay, da würde ich mal vorschlagen. Nutzen wir nochmal den Fahrstuhl. Gehen wir nochmal in den zweiten und in den dritten Fahrstuhl. Beziehungsweise in den zweiten und dritten Stock. So, Freunde. Können wir hier jetzt irgendwas machen? Nee, die klemmt. Okay, warum? Alles ist verschlossen in diesem komischen Krankenhaus. Ja, wir wollten, wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche nach Cheryl, unserer Tochter. Hä? Jetzt haben wir sie, jetzt sehen wir da einen vierten Stock. Wie jetzt? Okay. Interessant. Die klemmt auch, ne? Okay, dann gehen wir mal in diesen neuen vierten Stock. Was auch immer das damit auf sich hat, ne? Vierten Stock hier. So. Okay. Dann raus da. Oh, okay, und wir sind richtig. Okay. Hier kommt eine Filmszene. Oh. Schon wieder diese Frau, ne? Also, es ist irgendwie sehr. Oh nein. Alles wieder Blut verschmiert. Ach, und wir. Shit, wir sind wieder in dieser ekelhaften alternativen Welt. Oh nein, Freunde. Das muss ja nun wirklich jetzt nicht sein. Schon wieder diese komische Frau, ne? Oh Mann. Wieder alles Blut verschmiert hier. Das gibt's ja wohl nicht. Was? Wie, wer hat da was verschlossen? Geht das jetzt auf? Nö. Das ist ganz schön creepy wieder hier. Ja, ich hasse diesen, diese Alternativwelt. Das, oh nee, Leute. Schloss Krim, das heißt, hier wartet irgendwann wieder ein Boss auf uns, oder was? Mein Gott, hier klemmen alle Schlösser. Das ist ja wohl nicht wahr. Was ist das für ein Krankenhaus? Ohne Witz, aber die muss aufgehen, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das Schloss klemmt. Boah, was ist das hier, Mann? Geht das schon wieder gruselig los hier. In dieser Folge von Silent Hill 4. Ja, viertes Obergeschoss. Das ist eine Treppe nach unten. Ich habe keine Lust auf die Gegner, die hier kommen, ey. Verdammte Scheiße. Gott. Was ist das denn jetzt hier, ey? Für die. Ah, was ist das denn? Zombies! Krankenschwester-Zombies! Was zur Hölle? Was ist das denn? Krankenschwestern! Geht, Alter. Boah, seid ihr eklig. Okay, wir haben neue Gegner hier. Krankenschwester-Zombies. Was zur Hölle? Oh Gott, dieses Spiel, ey. Ah, und schaut mal, wir haben hier ein Item. Eine Schildkrötenplatte. Okay, interessant. Oh Gott. Erschrecklich so. Quadratische blaue Platte mit dem Bild der weinerlichen Schildkröte. Erschreck mich nicht so hier, ey. Mann! Lass mich in Ruhe! Schloss klemmt, ja, toll. Aber hey, wir haben jetzt hier wieder Zombies. Was ist das? Ah, das sind wieder Zombies oder so, ne?
Ja, das sind Zombies. Boah, sind die schnell. Die brauchen aber ganz schön viel Schuss. 7 Schuss brauchen die, ey. Mann, 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 Mann. Da rennt noch einer rum. Da, okay. 3, 4. Okay, der ist schneller kaputt gegangen. Diese Krankenschwester-Zombies. Alter Schwede. Resident Evil-Style hier. Ich meine, da geht unsere Muni drauf, ne? Wieder alles. Hier sind mehrere Trockner im Augenblick nutzlos. Okay, boah, das ist eklig hier. Echt. Okay, das ist mir jetzt wieder hier viel zu viel. Viel zu viele Wege. Wartet mal. Bevor wir da vorne weitergehen. Versuch bitte diese Tür. Die geht auch auf. Nichts Brauchbares in den Kästen. Die Musik ist zwar ziemlich casual, aber hat tatsächlich was. Finde ich. Oh, die sind wieder ekelhafte OP-Tische. Aber da liegt Munition. Sehr gut. Nichts Nützliches. Da doch, klar, da Muni. Mensch. Und einmal Verbandskasten. Sehr gut. Ah, mach diese ekelhafte Musik weg. Eine Blutkonserve. Okay. Was? Da ist eine Flasche, die mit irgendeinem Medikament gefüllt ist. Besser nicht anrühren. Ja, fass hier lieber gar nichts an, Harry. Der Bereich hier ist echt ekelig. 200 Milliliter Blutkonserve gefunden im Krankenhauslagerraum. Wir haben hier keine Karte, ne? Das ist das Problem. Ansonsten würde ich ja wissen, wo es weitergeht. So, dann gehen wir mal da hinten weiter. Boah, ey. Das ist gruselig. Auf jeden Fall, das ist feinster Gruselhorror hier. Hier geht's auch noch weiter. Krankenbetten, oh mein Gott. Oh ja, da hinten liegt was. Das ist nur so, schon wieder so ein komischer Gürtel. Ah, da hängt nochmal so ein Stein, okay. Was hat's denn damit wieder auf sich? Eine Katzenplatte. Aha, 2 von den Dingern. Quadratische gelbe Platte mit dem Bild der Grinsekatze. Okay. Keine Landkarte von diesem Ort, ja danke. Aber wir sammeln hier laufend irgendwelche Platten. Okay. Hier geht's noch mal weiter. Die klemmt. Nicht abgeschlossen. Aha. Ah, und jetzt sind wir wieder hier am Aufzug, oder was? Hä? Wie? Ja, okay. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder zurück. Die erste Tür hier. Und dann schauen wir uns mal hier hinten weiter um. So. Hier gibt es wieder sau viele Türen, ne? Ich hoffe, dass ich hier nichts übersehe. Boah, hier gibt es sau viele Türen. Das gibt's ja nicht. Ein Speicherpunkt. Ah, danke. Den nutze ich direkt. Rezeption übersprechen mit Raum 302. Okay. Boah, das ist ganz schön an. Videorekorder. Er ist alt, aber noch brauchbar. Ah, Schrotflintenmuni. Sehr schön. Alles klar. Schön, dass wir hier alles absuchen, tatsächlich. Die Frage ist, wo kam ich jetzt nochmal her, ne? Das ist echt. Ich glaube, da kamen wir her, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal diesen rechten Bereich. Überall Löcher hier im Boden, ey. Es ist ja wohl. Aber viele Türen klemmen halt auch, ne? Aha. Da sind. Ach du Scheiße, ist der schnell!
Aua! Boah! Hallo? Gehst du mal kaputt? Wie viel Schuss braucht die? Alter Schwede. So, die hat uns einmal getroffen und wir waren schon orange. Scheiße, das ist ja mega krass. Aber wir kriegen hier unser Tonikum zumindest wieder. Sehr gut. Und die nächste Platte. Ja, meine Güte. Was ist denn das? Eine Stahlplatte ist an die Wand geschraubt. Kann man da vielleicht irgendwas drauf machen oder so? Eine Stahlplatte? Nee. Pyramidförmiger Gegenstand gefunden in der Kirche. Zweck und Funktion unbekannt. Ah ja. Okay, da kann man schon mal nichts machen für den Moment. Okay. Aber den Zombie hier haben wir zumindest aus dem Weg geräumt. Das ist schon mal gut. Wie viel Munition haben wir noch? Genug. Ja, ja, 39 Schuss. Das passt schon. Das reicht schon noch für ein paar Zombies. Das ist so geil. Wir machen hier Zombies kalt. So, und wir sind hier endlich am Ende angekommen. Okay. Ja, perfekt. Das heißt... Doch, hier waren wir drinne. Okay. Das heißt, wir können zurück und können hier weitermachen. Okay. Wieder irgendwelche netten Blutkonserven. Was ist das? Ein Vogelkäfig. Er ist leer. Aha, aber da vorne ist so ein quadratisches Dings. Können wir da vielleicht einen so einen Stein reintun oder was? Ich weiß zwar nicht wofür, aber probier einfach mal. Leider nein. Okay. Dann müssen wir hier später nochmal hin. Mein Güte, ich hätte so gerne eine Karte von diesem Bereich. Wirklich mal. Hier sind so viele Türen. Hä? Jetzt sind wir im dritten Stockwerk auf einmal. Ah ja, wir sind ja eben runtergegangen. Ah, okay. Einfach ein Treppenhaus hier. Okay. Bevor ich hier aber weitermache, gucke ich mir noch die anderen Türen an. Auch wenn die wahrscheinlich... Nee, die gehen auch auf. Ist das jetzt wieder Klo? Ein Klo, wo nichts ist. Oder was? Nee, hier ist einfach gar nichts. Okay. Sinnloser Raum. Ja. Gibt's halt auch bei Silent Hill. Sinnlose Räume. Schloss klemmt. So, dann gucken wir noch da vorne. Die geht. Ach, weil... Hä? Aber hier waren wir doch schon, oder? Hier waren wir doch schon. Ja. Hier waren wir schon. Okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen dann geradeaus und dann mal runter in die zweite Etage. Genau, weil in der vierten waren wir ja schon. Wie will's willen. So, hier können wir direkt rein. Ach du, okay. Au, okay, okay. Hallo? Boah, Zombies hier. So, okay, und kaputt treten. Direkt kaputt treten. Okay. Da ist nämlich irgendwo schon der nächste. Ich höre den doch da. Die nächste Zombie. Da. Da ganz hinten. Okay. Mach die bitte platt. Hallo? Oh Mann, ich hasse es, Schüsse zu verschießen. Die hat wieder... Guckt euch mal an, was die da hinten auf dem Rücken haben, ey. Irgendwelche kleinen Parasiten oder so. Oh, widerlich. Widerlich, Freunde. Okay, aber die haben wir. Auf jeden Fall. Sehr schön. Das heißt, wir können uns hier wieder ganz normal umgucken. Schloss klemmt. Oh, was ist denn das? Aha. 65 Lydia Findlay, 60 Trevor F. White. Trevor. Witzig. 18 Albert Lords. 45 Roberta T. Morgan. The Grim Reapers. Grim Reapers List, aha. 38 Edward C. Briggs. Okay.
Das sind scheinbar Leute, die hier gekillt wurden oder so. Lecker. Wirklich ganz toll. Dieses Krankenhaus. Boah, die Zombies hier, die sind aber auch so schnell, ne? So, mach den kaputt. Danke. Das war relativ souverän. Was ist denn das? Ein Feuerzeug. Ah, auch wieder Resident Evil typisch. Aber gibt's auch bei Silent Hill. Ein Feuerzeug. Okay, sehr cool. Gut, die Frage ist, wo kamen wir jetzt her? Wir kamen daher. Okay, dann gehen wir die nächste Tür aufmachen. Ja, okay. Ich hoffe, ich übersehe hier nicht so schnell, wie wir hier durchstapfen, aber... Oh! Abgeschlossen. Da sind 4 quadratische Vertiefungen in der Tür. Ja, wir haben schon 2 Dinger gefunden. Wo soll die Platte eingesetzt werden? Unten? Dort kann die... Okay. Wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, aber guck mal da. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen. 4-blättriges Glückskleeblatt. Veilchen im Garten. Löwenzahn am Wegesrand. Unvermeidliche Schlafenszeit. Flüssigkeit, die aus einem aufgeschnittenen Handgelenk fließt. Alter, was ist denn hier? Was ist denn? Nochmal. Wolken, die über einen Hügel ziehen. Himmel an einem sonnigen Tag. Bittere Mandarinen. Glückskleeblatt, Veilchen im Garten. Löwenzahn am Wegesrand. Vermeintliche Schlafenszeit. Aufgeschnittenes Handgelenk. What? Okay. Ich meine... Veilchen im Garten. Veilchen... Ja, nee. Hier können wir sowieso noch nichts machen. Ist ein Rätsel für später. ja. Definitiv. Weil wir nur 2 von 4 Platten haben. Okay, das klemmt. Durchsuchen wir weiter dieses Gruselkrankenhaus. So, was gibt's hier? Nochmal ein Zombie? Oder was ist... Das hört sich widerlich an. Was ist das? Mach die Kamera hinter dich. Das geht nicht. Ih, was ist das denn? Was ist... wie kriegt man das denn kaputt? Was kriegt... Ah, wartet mal. Vielleicht mit dem Stock oder so. Ich habe keine Ahnung. Au, 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 au. Okay. Ja, mit dem Stock. Man kriegt das vielleicht mit dem Stock kaputt. Okay, da ist so eine komische Pflanze, Leute. Nee, das gibt keinen. Okay, das gibt keinen. Okay, das ist eklig. Das ist aber auf jeden Fall noch eine Platte. Komisch. Messer vielleicht? Oh Gott, muss man das Ding messern oder was? Nee, aber er macht es... Das Messer, das ist auch nur... Nee. Da müssen wir vielleicht irgendein anderes Item für finden. Okay, oh Gott. Oh Gott, und wir haben nur noch 16 Schuss mit unserer Pistole. Shit, Mann. Das heißt, da können wir auch nichts weitermachen. Okay, sonst gibt's hier nichts. Was ist hier? Eine Schieferplatte, sonst nix. Ja, schieß mal drauf oder keine Ahnung. Oh Gott, das ist so doof, dass man hier keine Karte hat. Aber ich glaube, das war's hier erstmal. Gehen wir nochmal runter. Genau.
gehen wir nochmal runter. Und durchsuchen unten alles. Ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Silent Hill. Da hinten ist der Zombie. Da. Das ist ein männlicher Zombie. Wow. Das war ein männlicher Zombie, krass. Okay, und wir haben nur noch 7 Schuss. Das reicht für einen Zombie. Oh mein Gott, ey. Das war ein männlicher Zombie, das war ein Arzt oder so. Krass. Krass, Freunde. Ah, Gott, grausig. Richtig grausig hier. Dieses Krankenhaus. Schloss klemmt. Ich bin ja fast froh, dass die Schlösser klemmen. Alter! Direkt vor der Nase! Toll, das war's mit unserer Muni. Da rennt irgendwo noch einer rum. Aber noch mehr Räume. Boah. Ah nee, was ist denn? Hier ist gar nichts? Hier ist einfach gar nichts. Okay. Munition könnte ich aber mal gebrauchen. Oder sollen wir die andere mit der den anderen mit der Schrotflinte machen? Ich meine, wir haben 28 Schuss von dem Ding. Ja, kommt. Alter! Was war das denn? Hier ist irgendwas kaputt gegangen. Ja. Die wollen nur, dass ich zurückgehe. Ganz toller Soundeffekt. Wirklich. So. Aber ich hoffe ja, dass hier in irgendeinem Raum nochmal Munition für uns ist. Alter, wow. Okay. Die sind zum Glück mit einem Shotgun-Schuss sind die tot, ey. Boah, danke. Ja, das ist wie in Resident Evil. Die waren auch mit einem Schuss weg, die Zombies. Ah, nichts ungefähr. Okay, wir sind wieder hier. Abgeschlossen. Da ist ein Geräusch hinter der Tür. Was war denn das? Och, Leute, das ist so Psycho hier. Unfassbar. So, mach bitte erstmal den Zombie da weg. Lass ihn näher kommen. Lass ihn näher kommen, damit er auch ja mit einem Schuss weg ist. Ja, komm. Okay. Nein, der lebt noch! Oh, der hat 2 Schuss gebraucht. Okay. Ich hoffe, dass sie mir bald mal wieder Pistolenmuni hier geben. Ohne Witz. So, was ist hier jetzt wieder? Ah, danke. Danke. Das heißt, wir können uns wieder umrüsten. Ah, sehr schön. Na, Reload. So. Das reicht für 2 Zombies. Toll. Na gut, aber 2 Zombies sind 2 Zombies, ne? Killen oder nicht killen? So. Weiter gucken. Ja. Das ist die Küche. Okay. Frage ist, gibt's hier was? Ja, Tonik. Och, du Scheiße. Nimm das Tonikum und lauf so schnell wie möglich wieder hier raus. Den müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt töten. Okay. Ah, wir sind wieder in der Nähe vom Eingang. Okay, alles blutverschmiert hier. Es ist richtig eklig. Ah, guck mal, noch eine Platte. Die Königinplatte. Aha. Okay, wir haben 3 von 4. Quadratische rote Platte mit dem Bild der Herzkönigin. Aha. Sau interessant. Alter. Sau interessant hier. Und ich speichere das mal dringend ab hier. So. Directors. Okay, danke. Keine Landkarte, ja. Danke. Okay.
Alles klar, das sei. Alter, wo kommt der denn her? Wo kommst du denn her, Kollege? Ah, Toni kommt, danke. Ja, geh raus hier. Wo kommt dieser blöde Zombie auf einmal her? Ja, ist jetzt die Frage, ne? Wartet mal. Wir kommen hier nicht mehr raus. Ah, in den Keller. Okay, in den Keller müssen wir nochmal. Oh je. Oh Gott. Da kommt eine Cutscene oder so. Nein, aber noch ein Zombie. Alter, wow. Okay. Warum schießt du so langsam? Verdammt. Oh, der lebt immer noch. Der Mann, da ist noch einer. Da ist noch einer. Okay. Und wieder daneben geschossen. Alter. Okay, und keine Munition. Wow. Okay. Den mache ich jetzt aber mit dem Stock kaputt. Ja, danke. Au! So, puh. Okay. Orange, das heißt Tonikum. Ja, wir haben genug. Okay, Munition ist wieder weg. Von der 25 Schuss Shotgun. Okay. Alter. Wow. Verdammt eklig, dieses Krankenhaus, muss man ja ehrlich mal sagen. Och nein! Wow! Ja, mach die Animation ruhig genau hier, wenn... Ja, shit. Was? Ein Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Mir ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Ja, dann lass lieber. Zwei Zombies hier. Oh Gott, was ein Leichenraum hier. Schon wieder so eine Ampulle. Okay. Und ein Tonikum nochmal. Sehr gut. Ja, aber Pistolenmuni, also langsam wird's eng auch mit unserer Shotgun, ne? Also ich würde die schon ganz gerne aufsparen, die Muni. Hier könnte man wieder hoch. Lass ich erstmal. Mensch. Ah ne, hier waren wir doch eben. Genau, hier waren wir doch eben. Okay. Freunde, ich bin nervös. Geschlossen. Das ist richtig ab... Ach, der Raum, okay. Stromgenerator ist eingeschaltet. Okay, ja, nee, dann... Wir müssen einmal nach rechts. Abgeschlossen. Ich bin richtig angespannt hier, ey. Auch weil wir uns keine Pistolenmuni mehr haben. Aber wir gehen doch wieder zurück, okay? Das ist jetzt ein bisschen doof. Da hinten noch der Schloss klemmt. Na gut, Freunde. Ich glaube, dann müssen wir bei dieser Pflanze nochmal was machen, um den vierten Stein zu holen. Tatsächlich. Die Frage ist, wo war der jetzt nochmal? Ich glaube, der war auf dem zweiten Geschoss. Wehe, die Zombies kommen jetzt wieder, Leute. Also dann fresse ich einen Besen. Oh. Cutscene oder was? Nee. Hier ist es einfach ruhig. Okay. Oh, ist ja auch schon... die Folge ist voll. Okay, liebe Freunde. Da würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.